Der neue Stumble Pass ist draußen und glaub mir, bleib bis zum Ende dran. Das ist der coolste Stumble Pass, den wir jemals hatten. Schaffen wir heute 1500 Likes, denn dann bekommt ihr einen Kinderriegel von mir. Wir gehen rein ins Video. Der Stumble Pass ist jetzt verfügbar, Leute. Wir gehen rein und da ist er. Wir haben den ersten Skin, aber erstmal aktivieren. Bam, bam. 1200 Juwelen sind schon mal weg. So, wir haben Velocity. Okay, holen einmal. Brutaler Skin. Brutaler Skin. Der soll anscheinend richtig gut sein. Dann machen wir mal weiter. Nochmal 30 Juwelen hier. Zufälliger Skin. Rad brauchen wir nicht drehen, Leute. Wir dürfen nicht vergessen, auch immer die kostenlosen Dinge mitzunehmen. Oh, was ist denn das für ein Emote? Den holen wir uns natürlich. Da bin ich aber mal gespannt, was das sein soll. Ich glaube, der ist irgendwie so nach vorne gehechtet, ne? Wisst ihr, was ich cool finden würde, wenn Stumblegeist mal so einen Creator-Code raushauen würde? Das wäre richtig geil. Aber ja, so wie in Fortnite, Leute. Das wäre Hammer. Guck mal, wie lustig. Einmal beim kostenlosen Stumble Pass, Fußabdrücke, haha. Und beim bezahlbaren, bye bye. Haha, bye bye. Okay. Haha, bye bye. Haha, bye bye. Okay, hier auch nochmal geholt. Zack, zack. Das füllen wir auch nochmal ein. Selten oder besser. Oh mein Gott, jetzt habe ich drauf gedrückt, ich Dummbatz. Kommt schon ein bisschen was Gutes vielleicht. Wir kriegen einen epischen Skin. Ist okay, ein paar Stumble-Tokens, kann man nicht sagen. 15 Stück. Oh, wieder eine neue Spot-Animation. Hier 50 Juwelen. Darauf bin ich gespannt. Wir gucken uns auch gleich mal alle Animationen an. Ich glaube, da sind einige dabei, die richtig krass sein sollen. So, oh, dieses Geräusch, ne? Ich kann es die ganze Zeit hören. Wenn man die ganze Zeit... Oh! Digga, das sieht aus wie so Anime-Fußabdrücke. Lol, okay. Das sieht krass aus. Oh, Cringe-Emote, Leute. Einfach Cringe-Emote haben die rausgehauen. Den hier. Das ist so cringe, ne? Ich weiß, ich finde die Pose einfach nur cringe. Die Gitarre, die gibt es auch in Fortnite so 1:1. Die Animation, die kenne ich. Hä? Ah, Spot-Animation und normale Animation. Jetzt understand ich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da haben wir den Apokalypsen-Skin als legendären Skin, Digga. Und wir haben das Herzchen-Emote. Leider nichts Neues bei den Emotes hier. Aber Apokalypse, Digga. Der sieht krank aus. Lol. Okay, hier einmal Umarm-Emote mitnehmen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir alles mitgenommen haben. Und dann checken wir mal die ganzen Emotes und neuen Sachen aus. Okay, Leute, wir gehen mal back. Und gucken jetzt mal die neuen Emotes an. Also Surf-Meme, das ist auf jeden Fall neu. Hä? Einfach ein unsichtbares Surfbrett. Okay, das ist neu. Gitar-Solo, das weiß ich. Das ist nice, das gefällt mir ganz gut. Gym-Flex, das hatten wir, glaube ich, schon. Ah, das ist neu. Der Wurm, Digga, die machen Fortnite einfach nach. Lol. Die machen Fortnite einfach 1:1 nach. Und die anderen kennen wir alle. So, jetzt gucken wir uns aber mal die Fußabdrücke an, weil hier bin ich jetzt mal gespannt. Da hatten wir einmal die da. Uff, macht 10, Digga. Das sind so Anime-Sachen. Dann hatten wir noch diese Haha. Ach, das ist eine Flagge. Ah, schade. Ich dachte jetzt so, die kommt so aufgeploppt, wäre besser gewesen. Bye-bye ist auch so. Oh, das ist nice, Waterjet. Uff, Fußabdrücke sind gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss sagen, Hyperdrive ist wild. Ich wähle mal die Sachen hier aus. Als normale Emotes haben wir eh schon alles. Und Skins. Komm, wir nehmen mal Skins, den hier, den Apokalypsen-Typen. Danach spielen wir hier Velocity, weil die hat hinten auch nochmal sowas. Also die slidet so über den Boden oder so. Kann man den in schwarz machen? Boah, schwarz sieht ja mal wild aus. Weiß ist auch cool. Komm, wir machen mal in schwarz. Und wir gucken mal im Shop, ob es irgendwas Neues gibt. Es gibt hier ein Spezialbündel. Mit den Football-Skins noch. Oh, zeitlich begrenztes Rad. 500, Alter. Aber was kriegt... Oh, lol. Wir kriegen hier... Okay, das müssen wir da mal abchecken. Das müssen wir da mal abchecken in einem anderen Video. 500 Juwelen. Okay, Spezialrad, Alter, krass. Dann gehen wir mal rein, Leute. Wir gehen in die erste Runde und checken mal die ganzen neuen Sachen ab. Ich bin sehr, sehr gespannt. Digga, der sieht geisteskrank aus, der Skin. Okay, no joke, no joke. Das ist einer der besten, die wir jemals gehabt haben. Guck mal, wir haben hinten als Fußabdruck einfach, Leute, dieses Macht 10. Dann haben wir unser Surfboard in Feuer. Bro, ich sag euch, wie es ist. Okay, Freunde, ich glaube, wir verteilen heute krasse Bewertungen. Alter Schwede, ist das wild. Nee, Leute, das ist zu krass. Das ist zu krass. Ey, schreibt mal die Bewertung in die Kommentare, bitte, von dem Skin. Leute, ich glaube, das wird... Ich muss nochmal überlegen, was dem Skin gibt. Guck mal, wir sind neben dem Bananensurfer.
Ja, aber unsere sieht heftiger aus. Also Stumble Pass lohnt sich. Nur schon für den Skin. Puh, diese Kombination ist der Burner, Junge. Alter. Das ist zu krass, Freunde. Junge, Junge, Junge. Leute, ich glaube, es ist an der Zeit. Ich muss dem Skin, glaube ich. Wir geben dem Skin eine 10 von 10. Sorry, aber der ist so gut. Wir müssen dem Skin eine 10 von 10 geben. Es stimmt einfach alles, was man hier im Stumble Pass kriegt. Leute, das ist einer der ersten Skins, wo wir eine 10 von 10 geben. Gib, ey, das ist nicht normal. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sind im Finale. Komm schon, Lost Temple. Mit dem neuen Feuersurfboard. Boah, Digga. Anfang ein bisschen reingechokt. Aber wir sind auf... Ah, ich habe keinen Kick-Emote dabei, ich Dummkopf. Boah, stark. Ich habe leider keinen Kick-Emote dabei, aber es sieht gut aus. Boah, der ist so krass, der Skin, Mann. Diese Effekte, Alter. Leute, wirklich, das ist crazy, was hier gerade abgeht. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Skin so krass sein kann in StumbleGuys. Oh nein. Und wir haben gewonnen. Bro, der Skin ist zu krass. Alter, was für ein Stumble Pass. Und jetzt checken wir den anderen Skin aus. Leute, 10 von 10. Schreibt eure Bewertung mal bitte rein. Das ist hier wirklich heftig. Als nächstes haben wir hier Velocity, Freunde. Wir wählen auch natürlich andere Fußabdrücke aus, weil... Hyperdrive ist wild. Oder hier Waterjet. Oh, komm, ich nehme Waterjet. Aber warte mal, hat die auch... Ah, nee, okay. Sie hat keine Fußabdrücke von sich aus generell. Ey, Leute, wir wählen Waterjet aus. Okay, Freunde, da ist der Skin. Der... Level 1 Stumble Pass Skin und mal gucken, wie wir den bewerten. Okay, Fußabdrücke sehen sehr krass aus. Junge, ich bin echt begeistert von dem Stumble Pass diesmal, Leute. Das ist unglaublich cool. Man merkt, wie die hier einfach die Mühe reinstecken in die Skins mittlerweile. Was ist denn jetzt? Okay, das ist hier Box-Emote auf der Taste. Okay, wir haben hier Velocity mit ihren Ice-Skate-Schuhen oder was das sein soll. Fußabdrücke sieht richtig krass aus. Die kriegt auch eine gute Bewertung. Das ist zu krass, Digga. Das ist einer der coolsten Videos. Uff, 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 uff. Okay, okay, okay. Wir haben hier jetzt Super Slice, Freunde. Mit unserer Velocity. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir ihr denn für eine Bewertung geben. Also Skin ist fresh. Keine Frage. Der andere war krasser, muss ich ehrlich sagen. Der war 10 von 10. Also wenn man dem keine 10 gegeben hat, weiß ich auch nicht. Velocity ist eine stabile 9, Freunde. Sie sieht cool aus, ist jetzt nicht geisteskrankes, aber mit den Fußabdrücken sieht sie noch ein bisschen besser aus. Aber ist wild. Kann man nichts sagen. Und da vorne ist auch nochmal eine Velocity, sehe ich gerade. Ich bleibe immer hier oft stehen. Ist mir gerade aufgefallen. Da bleibe ich oft hängen, Leute. Aber wir sind weiter mit Velocity und sind im Finale. Also eine 9. Ich gebe eine 9. Was meint ihr? Eine 9 reicht, oder? So, Leute, wir sind im Finale jetzt hier. Einmal bei Lava Rush. Komm schon, wir können beide Runden gewinnen. Wir haben unsere Wasserfußabdrücke dabei. So können wir die Lava vielleicht ein bisschen auslöschen. Bro, ey, was ist das für ein Video, Digga? Wir rasieren komplett heute StumbleGuys mit den neuen Skits. Komm, 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 Velocity. Ah, guck mal, die hat so einen eigenen Effekt beim Laufen. Gebt euch mal. Das hat nicht jeder Skin. Die läuft so ein bisschen anders als die anderen Skins. Das finde ich ganz nice. So, zack. Bro, wir spielen gerade unglaublich gut. Digga! Was ist hier los? Leute, wir spielen perfekt. Wir spielen perfekt. Boom. Leute, 9 von 10 Velocity Skin. Guck mal, warte mal. Warte mal. Wir machen was. Wir machen was. Wir verarschen die. Warte mal. Wir verarschen die. Wir verarschen die. Wir verarschen die jetzt. Pass auf. Wir verarschen die, Leute. Wir verarschen die. So krass, Freunde, der Skin ist heftig, das Video ist so geil, der Stumble Pass ist so geil, Freunde, das war's von meinem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.